Howdy Folks und herzlich willkommen zur ersten Folge Red Dead Online. Wir starten im Gefängnis, dort grüßt uns ein Opi. Wir werden vor einer Woche in den Raum reingeführt und danach darf ich den Charakter anpassen. Als ich mich dann für einen schönen Ganoven entschieden habe, habe ich den dann abgespeichert, habe die Augen noch ein bisschen angepasst und den dann abgespeichert. Wir werden abtransportiert, so wie sie es gehört, mit der Kutsche. Die Kutsche wird jedoch bald angehalten von ein paar Gangstern. Die beiden Knalltüten links und rechts, also hinter dem Opi, werden bezahlt. 50 Euro pro Kopf, nur fürs Rumstehen. Ich finde ein paar Waffen und darf sie aufsammeln. Guck noch doof in die Gegend, weil ich mich freue, dass ich wieder frei bin. Dann reiten wir zum Lager. Dort zeigt er mir seine Boss-Lady. Als nächstes werde ich ins Zelt geschickt, um mich umzuziehen. Danach saufen wir uns die Kante voll. Sie zeigt mir ein paar frühere Familienfotos. Ich schlag mir die Wampe voll, weil es so schön ist. Danach finde ich einen alten Kumpel. Kauf aus Versehen eine Karte. Eigentlich wollte ich Kreuzfeuer haben, die daneben direkt. Fällt mir dann auch auf. Danach laufen wir zur ersten Mission oder reiten. Dort treffen wir die beiden Knalltüten und den Typen links. Der Typ links regt sich auf, weil wir zum ersten Stall reiten müssen, um Pferde zu klauen. Ich versuche zu schießen, aber treffe keinen Schuss. Nope. Danach klaue ich ein Pferd, steige auf das Pferd natürlich auf, verkaufe es, darf es aber behalten, reite zu meinem eigenen Lager zurück, finde meinen alten Kumpel, wir führen eine Runde Deep Talk und das war's dann auch schon mit der Folge. Bis zum nächsten Mal.